Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das XLive Plugin von JarDesign, welches sowohl in einer Freeware als auch in einer Deluxe Edition mit erweiterten Inhalten zu haben ist. Kurz vorab, wenn du meine Inhalte gut findest und wertvoll findest, kannst du mich mit einer Spende oder auch kostenlos unterstützen. Wie das geht, siehst du unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank. Auch ist mein Community-Tab nun freigeschaltet worden. Ein Link dazu ist in der Videobeschreibung oder auf meiner Kanalseite. Wenn du in Sachen X-Plane auf dem Laufenden bleiben möchtest, schau dort gerne ab und an vorbei. Aber nun zurück zum Thema, was ist XLive? XLive möchte deinen leeren X-Plane Boden und Himmel mit Leben füllen, also mit Flugverkehr in der Luft und auf dem Rollfeld. Es gibt ganz viele Simmer, die eben nicht bei Evo, Watson, FS Cloud oder anderen Online-Projekten mitmachen möchten, sondern ganz für sich im eigenen Dunst und eigenen Regeln ihr Hobby leben. Und für all diejenigen ist XLive eine interessante Möglichkeit, mehr Leben in das Solo-Spiel zu bekommen. Was steckt also erstmal in der kostenlosen Freeware? Generiert werden ein realistischer Boden- und Luftverkehr, wobei jedes Flugzeug von einem eigenen KI-Pilot kontrolliert wird, der wiederum Weisungen vom ATC hat, also so wie im echten Leben. Die Implementierung von Bluebell-Skins erlaubt relativ aktuelle Flugzeugmodelle und dann, so ist es zumindest bei mir, steht auch kein Air Berlin Airbus in San Francisco. Die Bluebell-Skin-Installation, die zeige ich euch hier in diesem Video auch. Außerdem verursachen die Flugzeuge realistische Sounds wie das Starten der Triebwerke. Im Falle einer Landung ist beispielsweise der Rückschub deutlich zu hören. Aber schauen wir uns zunächst die Installation von XLive an. Um XLive zu installieren, gehen wir nicht auf die Hauptseite von XLive, da könnt ihr euch noch ein bisschen informieren über das Plugin, aber die Version, die hinterlegt ist, ist nicht die aktuellste. Die findet ihr im Forum und zwar hier. Ich werde auch den Link in die Videobeschreibung setzen und hier müssen wir das hier runterladen. Auch diesen Link setze ich in die Videobeschreibung. Wenn ihr das dann getan habt, gibt es hier den, die ZIP-Datei. Und das öffnet sich dann. Ich öffne nochmal gleich daneben meinen X-Plane-Ordner. Hier müssen wir natürlich in den Plugin-Ordner unter eurem X-Plane-L-Pfad Resources Plugins. Ja. Ich gehe nochmal hoch. Hier ist unser X-Plane-L-Ordner Resources und dann Plugins. Und da muss dann dieser XLive-Ordner hinein und damit haben wir de facto schon XLive installiert. Also wir könnten jetzt schon damit loslegen. Ja, was wir aber noch wollen, sind die schönen Flugzeuge von XLive. Die sind zwar standardmäßig auch ganz nett, aber Bluebell gibt da nochmal eine richtig große Verbesserung. Ist einfach so eine Art von Register von Flugzeugmodellen, die wir uns noch bei uns in XLive problemlos dazuladen können. Und das machen wir auch. Das sollten wir unbedingt machen. Ich empfehle das ganz dringend zu tun. Und da haben wir nämlich dann auch aktuelle Flugzeugmodelle. Die verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung, da müsst ihr hier diese drei BBXL-Dateien runterladen und das habe ich auch schon mal gemacht. Am besten beginnt ihr auch mit der BBXL1-Datei, öffnet die in der ZIP und wichtig ist dieser Bluebell XL-Ordner, den am besten oder den unbedingt gleich in euer Custom-Data-Verzeichnis ziehen. Und zwar hier. Ja. Wenn ihr den schon mal rüberzieht, dann habt ihr schon mal die halbe Niete geschafft. Wir können mal reinschauen. Da findet sich jetzt Paket J und P. Und was wir brauchen, ist noch BBXL2. Da ist nämlich Pack A drin. Und
das einfach hier rüberziehen. Und dann fehlt uns nur noch Pack B. Pack B ist in dem Nummer 3 zu finden. Also hier nur noch Pack B dazuziehen. Und damit ist die Installation von Bluebell abgeschlossen und wir können mal reinschauen, wie es aussieht. Ja, und ich finde, das kann sich doch immerhin sehen lassen. Wir haben aktuelle, das heißt aktuelle Flugzeuge nicht mehr ganz so, aber wie gesagt, die American Airlines in Hamburg steht jetzt hier nicht. Also zumindest kein Kurzstreckenflugzeug von denen. Es kann schon mal ein Widebody-Flugzeug hier stehen von Übersee, aber ansonsten die Flugzeuge sind alle da, die man so erwartet und auch in welcher Form man sie hat. Insofern, wir machen dann jetzt gleich nochmal einen Beispielflug mit X-Life Deluxe und vorab erkläre ich euch nochmal ein paar Features von X-Life Deluxe. Kurz vorher möchte ich nochmal eine kleine Einschränkung geben. X-Life funktioniert nämlich nicht auf jedem Flughafen. Also zum Beispiel Bremen ist nicht dabei oder ja, Danzig gibt es bestimmt auch. Diese Flughäfen sind nicht dabei, sondern halt nur die, die hier auf dieser Karte seht. Die Verlinkung von dieser Karte tue ich auch nochmal in die Videobeschreibung. Also die wichtigsten Flughäfen, für mich zumindest, waren bisher immer dabei. Und wie das bei euch dann passt, das müsst ihr mal schauen. Ansonsten müsstet ihr euch dann die Flugzeuge, sofern ihr X-Life nutzen möchtet, müsstet ihr euch die Flughäfen dann entsprechend vorher überlegen. Wir nutzen heute einen Flug von Hamburg nach Oslo. Und ja, jetzt erzähle ich euch erstmal, was bei X-Life Deluxe noch dabei ist. Die Deluxe-Version kostet zurzeit ca. 20 Euro und bietet euch einen KI-gesteuerten ATC-Controller, der euch begleitet und auch mit euch über Funk kommuniziert. Also ihr könnt vorher euren Flugplan entsprechend einreichen. Ich finde, das funktioniert auch relativ gut. Falls ihr Navigraph besitzt, könnt ihr euer X-Life mit diesem auf Stand setzen und somit auch dann aktualisieren, sodass die Luftstraßen mit X-Life immer aktuell sind. Ich bin bisher aber auch mit dem Standard gut zurechtgekommen, also ohne dass ich Navigraph besitze. Die Deluxe-Version erlaubt euch weiter noch ein paar Feineinstellungen, gibt euch die ATIS-Flughafeninformation durch, ist Voraussetzung auch für das Follow-Me-Car-Plugin, welches zusätzlich erworben werden kann. Und ihr könnt euch auch noch die Flugzeuginfos einblenden lassen, also wenn ihr da Flugzeuge seht, da Zusatzinformationen bekommt. Ich werde euch jetzt zeigen, wie so ein Flug mit X-Life Deluxe von Hamburg nach Oslo aussehen kann und wünsche euch viel Spaß mit dem anstehenden Flug. Bis gleich. Ja, und damit herzlich willkommen zum Beispielflug, den wir heute mit der Deluxe Edition von X-Life machen werden. Wir schauen uns ja erstmal die Flugplanung an, wie wir jetzt nochmal den Verkehr einschalten. Und ich würde sagen, wir können auch gleich ins Getümmel springen. Wir sehen ja jetzt hier, dass der Hamburger Flughafen, einen Link zu dieser Szenerie setze ich übrigens in die Videobeschreibung, noch ganz leer ist. Und das wollen wir jetzt mit unserem X-Life Plugin mit Leben befüllen. Wundert euch nicht bitte, wenn euer X-Life anders ausschaut als meins. Dieses Overlay bekommt ihr mit der Deluxe-Edition. Ihr braucht eigentlich bei euch dann auch dieses On-Off einschalten und dann die Deluxe-Edition schaltet ihr übrigens auch frei, wenn ihr es installiert habt. Über diesen Key Registration kommt ihr dann daran. Für das werdet ihr ganz sicher finden, das ist super einfach. Also, ich schalte es jetzt hier ein, es geht mit der Deluxe Edition mit diesem Overlay relativ einfach und wir wollen unseren Flug heute jetzt mit diesem
ja, mit diesem Traffic, ATC und so weiter durchbringen. Ihr seht ja schon, wie die Flugzeuge dazugestoßen sind und ja, wir sehen jetzt ja auch ein paar Flugzeuge sogar. Offizielle russische Staatsgäste sind hier gerade angekommen. Auch interessant. Und ja, natürlich bewegt sich auch das Flugfeld, wo kleinere Flugzeuge stehen sollen. Da stehen auch kleinere Flugzeuge wieder da hinten. Also es passt schon alles ziemlich gut zusammen und steigert, finde ich, zumindest für die Soloflieger ganz erheblich die Immersion. Und wenn wir da mal zum Beispiel hier sowas anschauen, ja, dann ist es natürlich was richtig Tolles. Was richtig Tolles. Das ist schon cool. Muss man einfach sagen. Und unser... Oh, jetzt startet hier nochmal eine. Ah, der wirft gerade die Triebwerke an. Das hören wir jetzt. Das ist einfach schon richtig stark. Tolles Plugin. Kann ich nur empfehlen. Ich kann auch empfehlen, dass ihr da gerne das bisschen Geld von 20 Euro, finde ich jetzt, es geht noch für das, was ihr dafür bekommt, einsetzt. Na gut, lasst uns nicht lang schnacken. Das machen wir sowieso immer schon zu viel. Sondern mal an den Rei ran. Wir fliegen heute nach ENGM und wir werden auf einem Flight Level von 300 fliegen. Also das ist hier wirklich nur Deluxe, nur gegen Geld zu haben. A330 habe ich schon eingegeben. Unser Rufzeichen ist Scandinavian 121. Und wir könnten jetzt hier einen Flightplan generieren lassen, den wir dann da ablesen. Ich finde das ein bisschen umständlich. Schaut mal, hier ist sogar ein kleineres Pushback. Ein kleinerer Pushback-Truck sogar für das kleinere Flugzeug. Das finde ich schön. Und lassen uns weiter nicht ablenken. Und können. Wir können auch diesen Plan, den wir jetzt in Simbrief schon drinne haben. Ich wechsle mal kurz zu Simbrief. Den können wir hier runterladen. Ups. Das klicken wir mal weg. Ja, die Hintergrundmusik, die ist cool. Finde ich auch gar nicht mal so schlecht. So, das laden wir uns runter. Und jetzt haben wir EDH ENGM. Und das können wir wiederum kopieren. Und das können wir in Resources, Plugins, XLive, Flightplans. Und da habe ich ihn schon wahrscheinlich drin. Ne? Ja, da habe ich ihn schon. Von einem Testflug. Und also hier einfügen. Und dann kann es losgehen. Auch beim JARDesign A330 kann man den Flugplan entsprechend einbringen. Da haben wir ihn aber auch schon drin. Hier ist er. Also auch hier einfügen. Und schon können wir die Company Route nutzen, als auch in X-Plane ihm das direkt sagen, dass wir oder dass er sich den Flugplan vom Textfile ziehen soll. Und schon hat er ihn hier entsprechend. Das senden wir jetzt zum ATC. Und der ATC hat unseren Flugplan entsprechend erfolgreich bekommen. Und somit können wir schon mal ins Cockpit und die ersten Vorbereitungen für den Flug treffen. Die Ground Power Unit ist dran. Hier übrigens das AutoGate-Plugin ist bei dem Flughafen, der übrigens Freeware ist, dabei. Auch unser Zielflughafen Oslo hat AutoGate. Mal gucken, wo uns das ATC hinführt.
So, dann machen wir nochmal den Nav-Lights on. Seatbelts. Dann die Innenbeleuchtung. Hier die Innenbeleuchtung. Dann die ADS können schon an. Gut. Dann die APU. APU Bleed. Batterien einschalten. Das Licht ist gearmt. Das passt auch, das passt auch. Gut. So, available, das passt auch. Radio an. Gut. Ansonsten sind wir, glaube ich, soweit durch. Ja, und wir können jetzt die Tank brauchen wir, ne? Wir haben ja im Flugplan, glaube ich, gehe ich nochmal zurück. Da haben wir Fuel 12.600 Kilo. Jo, passt. Das tanken wir dann jetzt. Dazu brauchen wir den Ground Handling, Control Panel, die Loader können weg. Catering kann weg. Und der Tanker darf kommen. Der Van darf da auch schon mal wegfahren. Ich glaube zwar nicht, dass der Tanker unser Flugzeug voll bekommt, aber voll muss es ja auch nicht werden für den kleinen Katzensprung. Machen wir 13 rein. Und dann kann da rein. Weg. Kontrollpanel, Fuel weg. Gut, dann können wir erstmal die Initial machen. EDDH nach ENGM. Ups, habe ich was falsch gemacht? EDDH nach ENGM. Line IRS. EDDH ENGM. Das ist diese Company Route, die wir eingespeichert haben. Flight Cost Index 80, Flight Level 300. Flight Number war Scandinavian 121. Ja. Ach so, die Frage wird bestimmt auftauchen. Wie können wir den Flugplatz und den Flughafen so leer machen? Ganz wichtig ist, dass wenn ihr dann entsprechend das benutzt, dass ihr dann bei... Moment, wo war das? Bei Grafik parkende Flugzeuge von X-Plane ausschaltet. Das Häkchen muss raus sein. Ja, das ist wichtig.
Gut, dann kann es weitergehen. Unser Fuel haben wir drin. Dann gucken wir unseren Loadsheet noch an. Trimmung von 3,4 wird gebeten. Die Gewichte und so weiter habe ich schon eingetragen. Also Cargo und die Passagiere entsprechend. Ja. Das passt. Dann das. Die Performance können wir gleich weitermachen. 1 ab 3 Punkt. Ja, ich werde 1 machen, nicht 4. Ja, muss da rein. Flex 45, standardmäßig. Und dann haben wir hier die Startgeschwindigkeiten, die wir so automatisch reintun können. QNH ist 10,13. Wir fliegen heute ohne Wetter, dafür mit ein bisschen Wolken. Standardwetter ist 14 Grad und 0 Grad Windrichtung mit Windstärke 0, also ohne Wetter. Passt. Gut, der Flightplan ist schon drinne und wir können dann ja schon mal mit dem Tower erste Gespräche führen. Ach so, und weil es einfach so schön ist, werde ich einfach unseren Text mitreden. Ich möchte mich sowieso für Watzim oder Ivao vorbereiten und da ja, habe ich einfach Lust, die Sachen zu lesen. Steigert auch die Immersion und jeder wie er mag. Hamburg Delivery, hello, Scandinavian 121, radio check. Reading you 5x5, Scandinavian 121. Und natürlich bin ich auch nicht ein Profi oder noch nicht mal ein Halbprofi oder noch nicht mal ein Amateur, möchte ich mich nennen, in diesen Sachen. Insofern werdet ihr bestimmt ganz, ganz viele Fehler finden, wie so oft in meinen Videos ihr da gerne mal Fehler finden könnt. Aber das ist, wie ich finde, gar nicht schlimm, zumindest für mich nicht. Und ja, Profi-Videos gibt es ja auch zu Genüge. Ich erinnere da nur an Mörderkaninchen oder Costa, die da ja, valideren und solideren Inhalt liefern. Insofern auch gerne dort mal vorbeischauen. An meiner Kanalseite habe ich ein paar empfehlenswerte X-Plane und Flugsimulator-Kanäle vorgestellt. Da könnt ihr dann auch gerne rausspringen. Auf diesem Kanal läuft es ein bisschen unprofessioneller, aber auch, ja, finde ich auch interessant. Gut. Wir haben unseren Flugplan eingereicht und dann requesten jetzt mal die Clearance. Hamburg Delivery, Scandinavian 121, Stand 5B, A330, with information Alpha, QNH 1013, request Clearance. Na toll. Jetzt sagt er uns, wrong 8 ist. Dann gebe ich das mal ein. Was der haben will. Hamburg Delivery, Scandinavian 121, Stand 5B, A330, with information Tango, QNH 1037, request clearance. Jetzt sagt er mir, ich muss den setzen. Ist doch doof. Es geht ja schon mal gut los, aber wir geben nicht auf. Hamburg Delivery, Scandinavian 121, Stand 5, Bravo, A330, with information Tango, QNH 1013, request clearance. Clear to Oslo, Gardamon, runway 05 via ICAS 7 Charlie, initial
Altitude 7000, Squawk 3464, Scandinavian 1-to-1. So, dann setzen wir uns dann erstmal den Squawk. Drei, vier, sechs, vier. Okay. Gut, wir sollen dann Ground als nächstes holen, wenn wir bereit sind für den Pushback. Was war hier der Abflug? Waren wir in Use Takeoff 05 oder 15? Zero 5 sollen wir starten via EKR 7C. Dann geben wir das auch schon mal ein. EDDH Departure 05 über EKR 7C. No Transition Flyplan Insert und weiter geht's. Wir predikten auch schon mal, vermuten schon mal in ENGM die Landung. Ich würde mal sagen ILS 01 left und no star, no, ach nee, return, natürlich werden wir einen star nehmen, weil der letzte Punkt Luni ist. Wenn wir den nehmen, no wire, no transition. Und dann kann der auch schon mal rein und dann kann er schon mal die Höhe entsprechend in dem Flightplan mit berücksichtigen. Aber das sieht noch... Doch, sieht alles gut aus. Das passt erstmal alles. Ich habe mir vorgenommen, bei der Landung dann so viel manuell wie möglich zu fliegen. Und mal schauen, wie wir da mit dem Zeitmanagement hinkommen. Gut. Dann, wenn wir von der 05 starten, gucken wir uns nochmal die Flughafenkarte an. Die 05 ist diese hier. Also hier, ne, die 05. Ich mache euch das mal ein bisschen größer. Diese hier. Also wir stehen jetzt hier am Apron 1 und müssten dann wahrscheinlich über India oder R weiter über K und dann L und dann kommen wir zu dem 05. Alles klar. Aber da soll uns ja auch der ATC lenken. Lasst uns nochmal die Checkliste begutachten, das passt soweit alles. Ja, das bedeutet, wir müssen so raus. Ja, das passt auch. Boden an Brücke, der Plan ist eingereicht. Bitte rufen Sie mich über das Menü, wenn Sie bereit sind. Gut. Dann können wir mal kurz die Cockpit Preparation Checklist ist completed. Dann können wir den Bereich hier frei machen. Und dann kann das alles weg. So, dann die Fuel Pumps. Turn Barrow haben wir, Set Altitude Cruise Level, das machen wir auch nochmal. Cruise Level Set. Front Equipment ist Remove. Seatbelts Signs None.
External Lights Beacon haben noch nicht die Freigabe. Ring Lights on. NAV Logo ist on. So, Before Start Complete. Dann holen wir uns jetzt die Freigabe. Hamburg Ground, Scandinavian 121, Stand 5, Bravo, Request, Push and Start. Push and Start approved, Scandinavian 121. Also haben wir jetzt die Freigabe bekommen und können jetzt mit unserem Pushback loslegen. Das Coole ist, dass wenn jetzt irgendwie der Schlepper bringt sich in Position. Flugzeuge hinter uns kämen, dann werden die warten. Ja, so wie der, aber der ist jetzt wahrscheinlich schon zu spät gekommen. Ja, also er fährt jetzt nicht weiter, weil wir gerade einen Pushback bekommen. Das wird zwar hier eine Kollision geben vielleicht. Wir machen das nochmal neu. Damit es keine Kollision gibt. Boden an Brücke. Der Plan ist eingereicht. Bitte rufen Sie mich über das Menü, wenn Sie bereit sind. Und dann können wir jetzt den Pushback nochmal so starten. Dann sind auch alle glücklich. Boden an Brücke. Der Schlepper bringt sich in Position. Gucken wir uns nochmal kurz, ob die Türen zu sind. Sieht alles gut aus. Fuel. Sieht auch alles gut aus. Und dann kann es hier losgehen. Können wir schon mal das anmachen. Okay, wir haben noch keine Hydraulik. Alle Türen und Luken sind verschlossen. Wir sind bereit, den Schlepper zu verbinden. Und dann kann schon mal die Brücke weg. Biegen an. Brücke ist weg. Werden wir gleich angehoben. Sehr schön. Schlepper ist verbunden. Der Bypass-Pin ist gesetzt. Bitte lösen Sie die Parkbremse. Ist gelöst. Wir beginnen mit dem Pushback. Die Triebwerke sind frei zum Anlassen. Okay, sehr schön. Ignition. Engine 2. Ah, der Drumming Wings kriegt ein bisschen Angst. Aber das haben wir doch alles im Griff. Ich meine, der wartet auch nur wegen uns. Ist zwar nicht ganz logisch, aber ist so.
Also ein Pushback ist schon was Schönes. Wir starten schon mal Engine 1. Setzen die Klappen. Flaps 1. Spoilers armed. Der Push-Vorgang ist abgeschlossen. Bitte setzen Sie die Parkbremse. Schlepper wird getrennt. Einen kleinen Moment bitte. Gut, jetzt werden wir runtergelassen. Ist er weg? Ist noch nicht weg. Der Schlepper wurde entfernt. Der Bypass-Pin ist gezogen. Freizeichen gibt's von der linken Seite. Okay. Ist noch nicht weg. Jetzt ist er weg. Clear to taxi checklist. No taxi lights on. Dann wir turn off lights on. Turn engine start to normal. Flaps 1. Ground spoilers arm. Parking brake off. Hallo Ground. Scandinavian 121. Stand 5. Bravo. Request taxi. Okay, wir sollen über Zulu, Bravo 3, GD1. Taxi Holding, Short Runway 05 via Zulu 1, Zulu 5, Bravo 3, GD1, Scandinavian 121. Das war dann noch P, das NATO-Zeichen. Gucken wir mal kurz auf unsere No Name. Wir sollen über Zulu. Wo ist denn hier ein Zulu? Z1. Ist da oben noch was? Nein. Tja, ich sehe es nicht. Entweder I. SG. Wir stehen jetzt hier, wir können ja nur hier. Inos. Können wir mal hier gucken. B5. B3G. B3G. Also sollen wir da lang. Okay. Auch mal aus dem Fenster schauen hilft auch mal. Und dann kann es losgehen mit dem Taxi. Flight Control müssen wir als nächstes überprüfen.
Hier hatten wir ja die Freigabe. Bis Holding Short. Ah, toll. Holding Position, Scandinavian 1-to-1. Ist gerade nochmal ein Haltebefehl reingekommen. Weiß gar nicht von wo. Wer uns da jetzt... die Startbahn nimmt. Ich sehe ja keinen. Will jemand starten? Wegen dem da? Das kann nicht sein. Continue Taxi, Scandinavian 1-to-1. Ja, dann aber mal wieder. Rechts frei, links frei. Approaching 3-3. Ja, und der Rest des Weges ist relativ einfach. Eigentlich Begleitung. Jo. Wir haben eine Eskorte dabei. Ich finde, das Plugin ist schon was Feines, gerade auch so fürs Taxi, also fürs Rollen auf der Rollbahn, dass man nicht einfach so blind überall lang rollen darf, sondern sich an ein paar Regeln und Anweisungen halten muss. Zumindest wenn man es halt allein weiter betreiben möchte, das, die Flugsimulation, ist das schon eine feine Sache. Richtig. Man kann sich übrigens auf zwei Arten vom ATC führen lassen. Man kann darum bitten,
dass der euch direkt den Vektor gibt des Fluges. Also dann sagt er euch jede Kursangabe an. Ihr könnt aber auch nach dem Flightplan fliegen und der ATC-Controller gibt euch keine größeren Anweisungen, sondern kennt euren Flugplan und sagt euch gegebenenfalls die Höhen durch, die aber auch in der Regel von eurem Flugcomputer automatisch gesteuert werden können, ohne dass das sich irgendwie beißt vom Flight Controller. Das könnt ihr gleich sehen, weil ich werde mit dem Flugplan fliegen, mit dem Flugzeug. Ich habe mal einen Livestream gemacht, da habe ich es mal manuell gehandhabt, dass der ATC-Controller mir die entsprechenden Kurse durchgibt. Also falls ihr da mal beide Sachen sehen wollt, wie gesagt, der letzte Livestream, da habe ich es mit der ersten Variante gemacht. Heute, wo wir dann X-Live so vorstellen, mache ich es mit der zweiten Variante, dass wir den FMC komplett nutzen. Hamburg Raum Scandinavian 121, approaching holding short runway 05. Roger Scandinavian 121. Hamburg Tower Scandinavian 121, approaching holding short runway 05. Holding short runway 05, Scandinavian 121. Okay, dann haben wir ein bisschen Zeit für unsere Checklist. Auto brake on max, brake fan on, APU master switch on, pack 1, pack 2 off, turn ATC standby on, lining up and wait runway 05, Scandinavian 121. Wir müssen noch unsere Flight Control Checks machen. Approaching 05. On runway 05. Cleared for takeoff, runway 05, Scandinavian 121. Ja, wir müssen aber kurz, Sicherheit geht vor. Ja, da will ich hin. Flight control full left. Neutral full right. Neutral full. Also irgendwie spinnt der. Ja, und herzlich willkommen zurück. Wir hatten wohl ein kleines technisches Problem, aber nichtsdestotrotz kann es nur noch schlimmer werden. Wir haben jetzt nämlich hier Stau vor uns im zweiten Versuch. Hier ist gleich noch eine Cessna, gerade startet. Ja, die brauchen nicht so viel Bahn. Der Stau scheint sich schnell zu lösen. Deshalb gucken wir mal, wie wir hier nochmal heute wegkommen. Ich weiß gar nicht, woran das gelegen hat. Ich weiß gar nicht, ob das ein Bedienfehler von mir war.
vermute, dass ich die Flight Control Checks zu spät gemacht habe. Oder vielleicht auch schon zu früh, die Klappen. Ich weiß nicht. Jedenfalls wollte mein Höhenleitwerk nicht so, wie ich wollte. Und dann ging auch komischerweise irgendwie alles zu Bruch, aber das kann halt passieren. Holding position Scandinavian 1-2. So, jetzt kommen wir in den Tower. Hamburg Tower, Scandinavian 1-2-1 approaching holding short runway 05. Lining up and wait runway 05, Scandinavian 1-2-1. Gut. Mal die Checklist gucken, ATC muss noch an, TCAS, Engine Start Selector. Engine Start Selector to normal. TCAS. ATC ein. Landing lights on, strobes on. Beacon hat man noch vergessen? Okay. Oops. Approaching 05. Aber ansonsten müssten wir soweit sein. Höhe vom Autopiloten ist gesetzt. Ich bin gespannt. On runway 05. Cleared for takeoff von Reihe 05, Scandinavian 1-2-1. Okay, letzter Überblick. Hier sieht eigentlich alles gut aus. Ist immer beruhigend, wenn der Captain solche Wörter in den Mund nimmt, dass hier eigentlich alles gut ist. Ja, eigentlich müsste alles stimmen. Pax 1, Pax 2 off, Chrono an, Takeoff. X set. Positive rate gear up. Autopilot. Contact Hamburg approach on 123.625 Scandinavian 1-2-1. Hamburg approach. Scandinavian 1-2-1, ICA 7 Charlie departure passing 1000 feet, climbing to 30,000.
climbing to flight level 70, Scandinavian 121. Flaps up. Close light off. Runway turn off lights off. Das passt. Packs on. Und dann sind wir auf dem Weg nach Oslo. Transporters disarmed. Und dann sieht das ja gut aus und dann sehen wir uns ja zum Approach, würde ich sagen. Bis gleich. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück in der Approach Phase von unserem Flug nach Oslo. Wir befinden uns gerade auf ja, 11.000 Fuß, haben die Approach Phase aktiviert und ja, es kann so langsam losgehen. Landing System aktiviert, dann den Localizer. Ja, sieht soweit alles ganz gut aus. Die Temperatur von dem einem Triebwerk, das gefällt mir nicht. Das wird nicht angezeigt. Ja, mal schauen, das sollte schon passen. Weit ist es sich nicht mehr jedenfalls. Ob ich das hinbekomme, alleine zu landen. Also ich möchte wenigstens, das heißt wenigstens, ich möchte wenig Autopilot heute nutzen. Das mache ich viel zu selten. Und das muss auch mal sein. Parameter passen noch alle. Das sieht noch alles ganz gut aus. Ich möchte, dass er sinkt. Mit dem Radar ein bisschen weiter ran. Der Karte meine ich.
kurzen ILS-Check machen. 110,3, passt. 13 Grad. Und bei Zyklad 3500. Da ist auch schon Zyklad, deshalb gehen wir jetzt runter mit dem Tempo. Was will die Crew? Passengers are wearing cap ready for landing. Thank you. Descending to 4000 feet, QNH 1013, transition level 70, Scandinavian 1-1. Flaps 1 to be checked. Speed checked, flaps 2. Wir sind auf Höhe. Speedcheck Flaps 3. Gear down. Flaps full. Mit der Range ran. Höhe ist gut. Ich übernehme. Geht vor ILS Approach. Runway 01 left will report established Scandinavian 1-1. Boah, das ist jetzt aber Stress. Mit Funk und Approach. Wieso will unser Ding sich nicht? Also irgendwie. Möchte ich Managed Speed haben, aber macht er nicht. Na egal.
Höhe ist gut. Brauchen noch 500 Fuß bis Zieglerhöhe. Oh, krass ist das Ziel. Wir sind ein bisschen zu niedrig noch. Aber das passt. Wieder ein bisschen zu niedrig, also ein bisschen zu hoch. Ich halte ihn jetzt erstmal so. Leiser muss auf jeden Fall an. Und dann sollten wir auch gleich bei Zickler den ILS-Pfad einfangen können. So einen Approach-Speed haben wir schon. Dann hoffe ich nicht, dass noch allzu viel gemacht werden muss mit Funk. Das ist ein bisschen zu niedrig. Traffic-Warnung. Aber gut. Schalte ich schon Eugene. Also ein Problem ist dieses Bildding, ne? So, wir sind auf Kurs. Also es ist unglaublich fordernd. Continue Approach, Scandinavian 1-to-1. Es ist unglaublich fordernd, hier den per Hand zu landen. Also auch den Approach per Hand zu fliegen. Und dann noch den Tower im Auge zu behalten. Unglaublich. Heftig, finde ich. Gucken, ob wir den Traffic sehen können hier. Hier irgendwo sein. Nö. Aber meine lieben Passagiere, ihr Captain hat alles unter Kontrolle. So, wir müssen jetzt langsam sinken. Und da haben wir die Landebahn inside. 2500, okay. Gucken, ob wir einen guten Anflug hinbekommen. One, two, three, dot four, five, Scandinavian, 1-to-1. Oslo, Gardamon, Tower, good, hello, Scandinavian, 1-to-1, with you, ILS approach, one, zero, one left. Clear to land runway 01 left. Scandinavian 1-to-1. So, und jetzt bin ich immer noch viel zu hoch. Und ich muss ein bisschen runter. Was ist so das Problem, wenn man alle so. Versteht man langsam, wieso die zu zweit im Cockpit sitzen? Oder wieso man dann hier als Single-Pilot dann doch mal mehr und mehr den Autopilot zu Hilfe nimmt. Jetzt kommen wir langsam in den grünen Bereich. Langsam.
habe zu viel abgefangen wieder. Mal gucken, ob wir eine schöne Landung hinbekommen. Wir dürfen gespannt sein. Ein bisschen zu hoch, Jens. Approaching. 0, 1, left. Jetzt muss ich ein bisschen abfangen. Aber nicht zu viel, sonst werde ich wieder zu weiß. 500. ALS Gleitfahrt sieht gut aus. 400. Gleitfahrt sieht gut aus. Jetzt habe ich einen guten Winkel. 300 above. 200. Passt. 100. 50, 40, 30, 20, retard, 10. Jo. Wollen wir da zufrieden sein oder was? Puh. Also mit der Landung bin ich natürlich sehr zufrieden, aber ich bin natürlich vollkommen überfordert worden. Ich habe noch nicht mal meine Autobrakes eingemacht, die Speedbrakes, die habe ich manuell zugeschaltet. Aber so ist das. Excellent Landing. Habe ich auch lange nicht mehr hinbekommen. Da freue ich mich schon auf die Wiederholung gleich. Oslo Gardermoen Towers, hello Scandinavian, 1-2-1, runway 0-1 left vacated. Roger Scandinavian, 1-2-1. Oslo Gardermoen Ground, Scandinavian, 1-2-1, hello runway 0-1 left vacated. Okay, wir sollen über... A5, H, wo sind wir denn jetzt? Wir sind Höhe K. Und dann gucken wir mal eben. Wir sind A5. Und dann sind wir A4. Wenn wir hier K vor uns haben, Entschuldigung, dass jetzt so bei euch so dunkel ist, das versuche ich immer zu vermeiden, dann will er uns über H schicken. Und er möchte uns zum... Sorry Leute, dass es so dunkel ist. Zu 49 schicken. Und die 49, das wird jetzt nochmal dunkel. Entschuldigung. Die 49 ist hier. Also wir wählen uns über die HF und so weiter. Und dann an die 49 ran. Alles klar. Jetzt ein letztes Mal dunkel. Und dann haben wir es gleich. Also er denkt, wir sind A5 raus. Wir sind so gut gewesen. Hey! Ich bin hier. Okay. Das muss man dann vielleicht mal vorher wissen, wo er einen rausschicken möchte. So, ihr seht das Flugzeug jetzt nicht. Das ist nicht da. Ich gucke auch weg.
Alles gut gegangen. APU on. APU bleed on. So. Windschirr, Wetterradar. Off. Transponder in Standby. Off, Localizer off. Jetzt können wir nämlich auch die Schilder hier lesen. Da geht es nach Harlois weiter. Wir sollen H. Dann als nächstes D. Kann ja auch wieder. Ah, das war eine schöne Wiederholung, ich glaube. Ups, Entschuldigung. Das war eine hervorragende Landung. Ich habe gar nicht damit gerechnet. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich safe lande. Lass uns mal gucken. Sind wir irgendwie N? Nein. Wie will er uns dann schicken? Gesehen, ich habe die gesehen. Wir sind jetzt auf der H. Wir vertrauen ihnen einfach mal blind. Es hat sich oft schon nicht bewahrheitet, dass man, dass sich es lohnt, ihm zu vertrauen. Hier hat er natürlich noch ein paar Macken, der Traffic. Aber wir machen das jetzt einfach mal. So, und da geht's nach D rein. Cool. Und dann hier weiter nach P. Wir sollen auch nach P. Dann machen wir das auch. Als nächstes Z. Das finden wir dort. Gehen wir davon aus, da wir ans Terminal sollen. Rechts. Das
bin ja zu früh eingebogen. Aber egal. Dann schauen wir jetzt eben zum Z. Ja, da wäre es besser gewesen, wenn wir auf der 01 rechts gelandet wären. Hätten wir es nicht so weit gehabt. Da hätten wir auch drum bitten können. Das nächste J. Das muss ich aber kurz überlegen. Und dann F. Was ist denn dann F? Dann ist F, also müssen wir links. Nach J kommt F und da müssen wir dann eine L1 nehmen. Finde ich schick, dass es auch so eine kleinen Flugzeuge gibt. Gibt ja wirklich alle. Ich glaube, es gibt kein Flugzeug, was es bei X-Live nicht gibt. Zumindest diese Klassiker. Also nochmal schauen. Ich hoffe, da steht noch keiner. Weil der Flughafen, den ich runtergeladen habe, der hat so ein paar Standardflugzeuge. Den kann man nicht mit X-Plane wegmachen. Da müsste man die Flugzeuge manuell löschen. Da habe ich noch nicht gesehen, wie das funktioniert. Deshalb könnte es sich ein bisschen beißen mit zum Beispiel mit dem hier. Aber vielleicht haben wir ja Glück. 49 ist auf jeden Fall schon mal gefunden. Nee. Doch dann. Da ist unser 49. Tut mir leid, es ist ein bisschen immersionstötend, aber das geht. Auf jeden Fall hat dieser Flughafen hier auch der Auto, das Autogate-Plugin. So dass wir dann auch hier eine schöne Einweisung. Ich hoffe, ihr seht das da. Können wir jetzt noch die Triebwerke ausschalten.
Taxi lights off. Dann dürfen die aufstehen. Ja, und dann kommt auch schon die Brücke hier an uns ran, was ich cool finde. Und dann hoffe ich, dass ihr einen guten Einblick von X-Live hattet. Jetzt, dieser Flug war natürlich X-Live Deluxe. Das wird bei euch anders aussehen, wenn ihr nur die Free-Version nehmt. Beziehungsweise dieses Flugmanagement wird mit X-Live Free gar nicht so gehen. Aber X-Live Free kann euch euren Flughafen ein bisschen voll machen. Und ich finde die Deluxe-Edition, die lohnt sich auf jeden Fall. Überlegt euch da gerne mal den Kauf. 20 Euro ist da nicht die Welt. Und wenn ihr halt wirklich alleine spielt oder ja, euch vorbereiten wollt, vielleicht auch auf Watsim oder Ivao, finde ich es auch eine schöne Möglichkeit, um die ganzen Texte so ein bisschen zu üben und zu gucken, hey, wie funktioniert das überhaupt? Wie sind da so die Grundabläufe? Und insofern, vielleicht ist das ja was für euch und ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit der Wiederholung und wir hören da wahrscheinlich. Na, jetzt wird es nochmal schwarz und jetzt soll es dann aber losgehen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Euer Funkleist.